Ciao ragazzi, mein Name ist Capo und heute machen wir einen Pizzateig mit Sesam. Viel Spaß dabei! Bisher haben wir traditionellen Pizzateig gemacht, wir haben einen schnellen Pizzateig gemacht, wir haben einen Pizzateig gemacht mit hoher Hydration, mit niedriger Hydration und heute backen wir mal was ganz anderes. Ich habe nämlich auch eine Weiterbildung gemacht in Teigen mit verschiedenen Strukturen und verschiedenen Zutaten, wie zum Beispiel Kurkuma, Curry, Sesam, Aktivkohle und was auch immer. Und deswegen machen wir heute mal einen von diesen Teigen und zwar den mit Sesam. Was wir dafür brauchen, Mehl, Weichweizmehl, ich benutze ein Weichweizmehl Typ 0, ihr könnt natürlich Typ 0 oder Typ Doppel 0 nehmen. Dann brauchen wir Wasser, Hefe, Salz und ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, Sesam. Sesam braucht man, um einen Teig mit Sesam zu machen. Lasst uns loslegen. Komm mit. Allora ragazzi, geplant ist eine ungefähre Reifephase von 24 Stunden. Sprich, wir machen jetzt den Teig. Dann lassen wir den Teig 2,5 Stunden ruhen und aufgehen. Dann kommt der Teig in den Kühlschrank. Morgen früh hole ich den Teig raus, forme die Kugeln und dann mache ich die Pizzen. Oh mein Gott! Wow! Das ist der Plan, aber ihr wisst ja, bei mir läuft nichts nach Plan. Aber mal gucken, ob wir dieses Mal den Plan einhalten können. Also, wie ich gesagt habe und wie ich euch beigebracht habe, Wasser kommt erst in die Schüssel. Wir haben hier einen halben Liter kaltes Wasser. Kaltes Wasser habe ich euch erklärt, warum? Weil kaltes Wasser dafür sorgt, dass die Hefe noch nicht direkt anfängt zu arbeiten. Nehmen wir warmes Wasser, fängt die Hefe direkt an zu arbeiten, weil Hefe auf Temperaturen reagiert. Ganz einfach. Also Wasser in die Schüssel. Dann haben wir hier 1,5 Gramm Bierhefe, die wir jetzt hier in diesem Wasser auflösen. 1,5 Gramm ist nicht wenig, ist aber jetzt auch nicht ultra viel. Ist aber so die Menge, die ich geplant habe, weil wenn ich morgen den Teig dann raushole, dann braucht er so 2 Stündchen, bis er Raumtemperatur aufnimmt oder bekommen hat. In Raumtemperatur diese Temperatur einnimmt. Definitiv. Bis der Teig auf Raumtemperatur gekommen ist, am Manetziki. Und dann fängt die Hefe richtig an zu arbeiten und der Teig geht weiter auf. Und das ist die Menge, die ich dafür eingeplant habe. Gut auflösen. Hab ich euch erklärt, ist wichtig. Heute erkläre ich euch auch mal ein bisschen die Rechnung für die Hydration. Wir machen eine 65%ige Hydration. Also auf 1 Liter Wasser. Nein, andersrum. Auf 1 Kilogramm Mehl haben wir dann 650 Milliliter Wasser. Was macht das Ganze jetzt so kompliziert? Und zwar, dass wir Pizzabäcker nicht von Kilogramm Mehl ausgehen, sondern von Liter Wasser. Also wir arbeiten immer mit 1 Liter Wasser. Heute mit einem halben Liter, weil ich nicht so viel Teig brauche mit Sesam. Und darauf basieren wir dann die Menge Mehl. Kommen wir zur Berechnung des Wasseranteils bzw. der Hydration. Dafür brauchen wir als echte Pizzabäcker, weil wir als Basis das Wasser nehmen, den Dreisatz und den erkläre ich euch. Schaut zu. So ragazzi, für 65% Hydration berechnen wir 1000 Gramm Mehl, sind normalerweise 650 Milliliter Wasser. Dann hätten wir eine 65%ige Hydration. Weil wir ja aber vom Wasser ausgehen wollen, müssen wir das Ganze umkehren und dafür brauchen wir den Dreisatz. Um das zu berechnen, machen wir ganz einfach 650 geteilt durch 650, weil wir müssen hier erstmal auf 1 kommen. Und dann rechnen wir 1000 ebenfalls geteilt durch 650. Wir bekommen 1,538 und wir wollen hier auf 500 Milliliter Wasser gehen, weil wir haben ja 500 Milliliter Wasser in unserer Schüssel. Dann rechnen wir hier 1 mal 500 sind 500 Milliliter Wasser und das hier rechnen wir ebenfalls mal 500 und kommen auf 769 Gramm Mehl. Wir können jetzt auch mal nochmal gucken, ob wir richtig gerechnet haben, indem wir die Milliliter Wasser durch die Gramm Mehl rechnen. Also 500 geteilt durch 769 sind 0,65, sprich 65% Hydration. Ich hoffe, Professor Dr. Capo hat euch den Dreisatz richtig erklärt und jetzt können wir weitermachen. Wir wissen nämlich, wie viel Mehl wir brauchen. So, ragazzi, ich mache das jetzt so. Ich habe aber auch eine Waage, die gut ist.
Ansonsten würde ich euch empfehlen, euch das Mehl abzuwiegen, in eine separate Schüssel zu tun und dann peu à peu das Mehl in die Schüssel hinzuzufügen. Wir fangen nämlich immer mit ein bisschen Mehl an, nicht alles auf einmal reingeben, weil dann habt ihr Schwierigkeiten, den Teig zu vermengen. Es könnten Klumpen entstehen und pipapo. So, jetzt habe ich ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte reingegeben. Wir können noch was Mehl dazugeben. Weiter vermengen. Das war vielleicht ein Ticken viel, aber ist nicht so schlimm. Dann haben wir unsere 770 Gramm Mehl, beziehungsweise unsere 769 Gramm Mehl ist jetzt ein Ticken mehr geworden. Aber spielt jetzt auch keine Rolle, dann haben wir halt keine 65%ige Hydration, sondern eine 64%ige. Ist auch gut. Jetzt an diesem Punkt, wenn der Teig noch nicht ganz fest geworden ist, geben wir unseren Sesam dazu, damit der mit in den Teig verarbeitet wird und wir überall gleichmäßig Sesam haben. Das Wichtige ist jetzt nur, dass ihr nicht zu viel reingeben dürft, weil Sesam ist ja grob und das ändert die Struktur vom Teig. Und wenn ihr zu viel Sesam da reingebt, dann habt ihr das Problem, dass nachher der Teig sehr unstabil ist. Deswegen, es muss ausgewogen sein. Wie viel das genau ist, versuchen wir jetzt gemeinsam rauszukriegen. Wir kommen dazu, den Sesam mit in den Teig zu geben. Immer peu à peu. Wie gesagt, ansonsten verändert sich die Struktur zu extrem und dann hält der Teig nicht mehr. Machen wir mal so. Guckt euch das an hier. Langsam kriegt der Teig Struktur. Sesam ist auch schon einiges drin. Machen wir aber noch ein bisschen mehr rein. Und weiter kneten. Schön viel Energie, damit der Teig schön elastisch wird. Schön schlagen. Das ist die beste Methode, um das Glutennetz aufzubauen und den Teig richtig gut stabil zu machen. Auseinanderreißen und wieder zusammen. Das gibt Struktur. Stabil ist er schon, aber da geht noch was. So, an Sesam war das jetzt erstmal alles. Ich denke mal, wenn ich die Kugeln mache, werde ich noch ein bisschen Sesam drüber geben. Aber ich mache jetzt erstmal nicht mehr rein, weil ansonsten habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass der Teig instabil wird. Und das wäre schlecht. So, ragazzi, Teig ist ready. Den lassen wir jetzt ungefähr anderthalb, zwei Stündchen ruhen. Dann kommt er in den Kühlschrank. Morgen früh hole ich den wieder raus. Dann forme ich die Kügelchen und wir machen lecker Pizza mit dem Pasto con Sesamo. Nicht vergessen, den Teig mit einem feuchten Tuch zu überdecken, sodass er nicht austrocknet, aber schon mal ein bisschen anfangen kann zu arbeiten. Und wie gesagt, nachher sehen wir uns wieder, wenn der Teig in den Kühlschrank geht. Bis gleich. Okay. Ragazzi, den Teig lege ich hier in die Box, damit ich gleich schon mal sauber machen kann. Läppchen oben drauf, feucht, damit der Teig nicht austrocknet, habe ich euch schon 150 Millionen Mal gesagt. Stellen wir jetzt zur Seite, wie gesagt, anderthalb, zwei Stündchen. Der Teig geht auf, arbeitet und dann kommt er in der Kühlschrank. Wir sehen uns später. Ragazzi, guckst du Teig? Guckst du Teig? Guckst du, guckst du? Bisschen aufgegangen. Der hat jetzt zwei Stündchen genau geruht. Jetzt machen Kiste zu und machen Teig in Kühlschrank. Und dann sehen wir uns erst morgen früh wieder, wenn es heißt, die Kugel zu machen. Ciao ragazzi, bentornati. Es ist ein Tag und ein paar Stündchen später und hier haben wir unseren Teig. Den habe ich jetzt vor circa einer Stunde rausgeholt und daraus machen wir jetzt die Kügelchen. Wie man sieht, der ist auch schon ein bisschen aufgegangen. Aber ja, nachdem die Kügelchen gemacht sind, muss auf jeden Fall noch ein bisschen reifen bzw. aufgehen. Dann machen wir zusammen mal diese Pizza mit diese Sesamteig. So, was man auf jeden Fall schon merkt, ist sehr stabil. Das gefällt mir. Das gefällt mir. 280 Gramm passt. Wie gesagt, ich mache meine Kügelchen immer zwischen
280, 300 Gramm. Finde ich zum Arbeiten einfach am besten. Das ist übrig geblieben. Damit machen wir eine Mini-Kugel. Und was ich jetzt noch mache, ist obendrauf ein bisschen Sesam. Lass ich das Ganze ruhen. Ungefähr 2-3 Stündchen, dann machen wir eine leckere Pizza mit Sesamteig. Ich bin wirklich gespannt. Moment, jetzt guck zu, wie ich Sesam drauf mache. Sehr interessant. Das hat man bisher noch nicht gesehen. Das, was daneben geht, wird natürlich nicht verschwendet, ne? Hol ich nachher noch raus. Mach dich keine Sorgen. Zudecken, damit der Teig nicht austrocknet. Den benutzen wir nachher. Und hier ist der Teig für morgen. Für hier im Betrieb. See you later. Läuft? Ja, du sagst nichts. Welcome back. Welcome back. Es ist ein bisschen später geworden, weil ich hatte noch einiges zu erledigen. Der Teig stand auch ein Ticken zu lange jetzt draußen. Ah. Ist ein bisschen mehr aufgegangen, als ich eigentlich einberechnet hatte. Aber guck mal her. Der stand jetzt 5 Stunden draußen. Ja, 5 Stunden genau. Der ist richtig gut aufgegangen. Bisschen schwer zu bearbeiten jetzt, aber das kriegen wir irgendwie schon hin. Bisschen mehr Mehl. Wir sind auch hier schon in den Vorbereitungen. Es ist 16:30. Um 17:30 machen wir hier die Tür auf. Pizzateig mit Sesam. So. Das sieht schon geil aus, wollte ich sagen. Guck mal her, wie viel Sesam da drin ist. Ich finde, wir machen heute eine Pizza ohne Tomatensoße, damit der Sesam besser zum Vorschein kommt. Nur für die Latte, Basilico, bisschen Schinken, passt auch gut, und Gorgonzola. Allora, una picchi Basilico, für die Latte di Agerola. Nicht zu viel, sonst wird die Pizza sehr üppig. Geilen Gorgonzola Dop. Nur das gute Zeug kommt mir hier auf die Pizza. Davon ein bisschen mehr, weil ich liebe Gorgonzola. Viele mögen das nicht, aber da frage ich mich, was ist mit euch verkehrt? Gar nichts. Gekochten Schinken, Prosciutto Cotto, Gran Biscotto. Prosciutto. Crudo Cotto. Gran Biscotto. Und noch ein bisschen. Ein Goccio di Olio di Oliva, extra vergine, Capo Doc. Nur das gute Zeug, nur das gute. Nur das gute. Also ich muss sagen, verarbeitungstechnisch ist der sehr geil, der Teig. Geil! Ab in den Ofen damit. Zack! Der ist geil, ist richtig geiles Zeug, richtig schwer zu kriegen. Das erste Pizza am Abend, deswegen ist der Stein wahrscheinlich sehr heiß. Oh ja. Ja. Eventuell habe ich die kaputt gemacht, aber sehen wir ja gleich. Oh nein. Schaut euch dieses Meisterwerk an. Meisterwerko. Was auffällt, der Sesam kommt jetzt nicht so krass zum Vorschein. Aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man hier Sesam. Jetzt schneiden wir mal die Pizza an, um zu gucken, wie sie von innen aussieht. Wir nutzen die Schere, damit man auch sieht, ob das Ding luftig ist hier. Und ich glaube, wir haben mal wieder gut gearbeitet. Mashallah. Guckt euch das an. Teig riecht sehr geil. Ist auch dementsprechend flexibel, so wie sie sein soll. Ja, was man sieht, ne, erste Pizza am Abend, die ist ein Ticken zu dunkel geworden von unten. Nicht dunkel, aber das Mehl ist zu schnell verbrannt. Geil. Schaut mal her. Ist auch Sesam drin. Riecht sehr geil. Was soll ich sagen? Muss man Sesam reintun? Nicht unbedingt. Ist das geil für den Fleck? Ja, ist schon geil, wenn ihr dann sagt, das ist ein Teig mit Sesam. Saskia, isst du gerne Gorgonzola? Ja.
Perfetto. Perfetto. Ragazzi, wir haben es wieder geschafft. Einen Pizzateig mit Sesam. Übrigens, ich habe gerade nochmal den Teig probiert. Wenn du nur den Teig probierst, dann schmeckst du auch diesen intensiven Geschmack vom Sesam. Kommt sehr geil. Diese leicht nussige Note mit dem Gorgonzola und dem Schinken. Checkt's mal ab. Danke euch, dass ihr euch das Video wieder bis zum Ende angeschaut habt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und eventuell auch mal im Shop vorbeizuschauen.